12.02.2023, Tag 353 im Ukraine-Krieg. In Vuhledar hat sich eine weitere Frontverschiebung bemerkbar gemacht. Rot hinterlegt ist ein Geländegewinn der russischen Streitkräfte, in dem sich nun die 155. Marineinfanteriebrigade befindet. Falls du noch kein Abonnent bist, dann würde ich mich über ein Abo freuen, da mich das in meiner Arbeit sehr unterstützen würde. Somit verpasst du auch keinen Lagebericht mehr und bist immer schnell informiert. Falls du aber bereits Abonnent bist, dann merkst du mit hoher Sicherheit, dass die 40. Marineinfanteriebrigade ihre Position nach Westen in die Nachbarortschaft verlegt hat. Ebenfalls hast du sicherlich bemerkt, dass im Süden die 136. motorisierte Infanteriebrigade zur Verstärkung in den Sektor Vuhledar beordert wurde. Das könnte auf einen neuen Versuch hindeuten, die Stadt Vuhledar zu erobern. Eine Brigade hat nämlich üblicherweise zwischen 5.000 und 10.000 Mann, was eine Verstärkung der ständigen Offensive aufweisen kann. Da die 40. Marineinfanteriebrigade in den letzten Wochen viele Verluste eingefahren hatte, scheint dies eine logische Konsequenz zu sein, die Soldaten zu ersetzen oder zu unterstützen. Falls es zu neuen Angriffen kommen sollte, dann gehe ich davon aus, dass der Hauptangriff aus Richtung der 155. und der Nebenangriff aus Richtung der 40. stattfinden wird. Dies ist dem Minenfeld westlich von Vuhledar und den Verteidigungsanlagen auf dem Hügel geschuldet. Sehen wir uns doch noch einmal Bachmut an, denn da hat sich an der Nordflanke auch einiges getan. Wir befinden uns nun im Norden Bachmuts, und zwar an der Nordflanke bei Krasnahora. Gestern haben wir noch einmal darüber geredet, dass Krasnahora und Paraskovivka die letzte Bastion der Nordflanke Bachmuts sind. Und heute überfluten mich schon die Meldungen von den Verlusten der Gebiete und von Krasnahora. Die verbleibenden AFU-Einheiten haben sich Berichten zufolge in Paraskovivka zurückgezogen und dort neu gruppiert. Gleichzeitig gab es auch Meldungen über die Eroberung des Autobahnabschnitts hier an dieser Stelle. Jedoch habe ich das nicht in die Karte eingezeichnet, da es nur von stark prorussischen Quellen bestätigt wurde und noch nicht mit meinen anderen Quellen übereinstimmt. Jedoch wäre es sehr problematisch für die Ukraine, wenn die Autobahn in russischer Hand wäre, da die Versorgung der Soldaten der AFU zwar nicht unmöglich, aber dafür um ein weiteres schwerer werden würde. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Lagebericht.